Wir sind hier an der Traisaer Schule in Mühltal, wo ich im letzten Schulhalbjahr eine Computer-AG mit 16 Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen geleitet habe. Heute ist die letzte Unterrichtsstunde und wir möchten ein Fazit ziehen, wie das Abenteuer spielerisches Programmieren mit dem Calliope Mini so gelaufen ist. Gehen wir mal rein. Heute wollen wir noch mal ein bisschen wiederholen. Ihr erinnert euch, wir haben ja verschiedene Standardsensoren des Calliope besprochen. Wisst ihr noch, welche Standardsensoren der Calliope denn alle so hat? Der Lichtsensor. Ja. Temperatursensor. Mhm. Der Kompass. Ja. Ein- und Ausgabe. Gut. Zeit. Zeit, genau, Zeitgeber. Und noch die Taster A und B, aber ihr habt schon ganz viele genannt, super. Wir haben ein Tischbillard gebaut, der funktioniert, weil an diesem Kabel, das ist auch Litze genannt, das leitet Strom, da ist eine Aluminiumkugel dran. Und hier unten sind auch noch Kabel, die sind hier unten befestigt an dem Becher. Und da drin ist Aluminium und wenn man das dann schlägt, wird eine bestimmte Punktzahl auf den Calliope angezeigt. Und der Calliope rechnet das gleich zusammen. Also bei Calliope kann man von dem einen Calliope auf den anderen Calliope auch Nachrichten senden. Ich fand es toll am Calliope, dass man da so viel machen konnte. Mir hat es Spaß gemacht, weil man da noch so viele Möglichkeiten hatte, was zu bauen und weil ich Technik sehr gerne mag. Also mir hat es Spaß gemacht, alles zu programmieren und die Sachen zu machen. Und ich habe auch noch was über Technik gelernt. Ja, ich finde, es ist sehr wichtig, dass Kinder noch während der Grundschulzeit ihre erste Kenntnisse erwerben, wie man ein Computerprogramm erstellt und nicht nur benutzt. Und es ist für mich auch wichtig, dass mein Sohn das spielerisch beigebracht bekommt. Also, hattest du viel Spaß gemacht? Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kinder können selbstständig durch Ausprobieren Aufgaben spielerisch lösen und dabei Kreativität entwickeln und auch grundlegende Kenntnisse der Informatik erwerben. Nach den vielen Anregungen, die ich nun von Frau Podenz bekommen habe, werde ich jetzt im nächsten Halbjahr mit einer weiteren Schülergruppe die Calliope AG weiterführen. Ich bin gespannt, wie es wird und freue mich drauf. Wir von der Traisaer Schule freuen uns sehr, dass wir eine der ausgewählten Grundschulen in Südhessen sind, die im Projekt Förderung der digitalen Bildung ab dem Grundschulalter aufgenommen wurden. So konnten wir einen Klassensatz Calliope Minicomputer durch das Sponsoring der IHK Rhein-Main erhalten, haben durch das ehrenamtliche Engagement einer Mutter, die bei der Software AG arbeitet, ein halbes Jahr lang jetzt eine AG durchführen können, an der die Kinder sehr viel Spaß hatten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Software AG und der IHK Rhein-Main für das tolle Projekt. Gemeinsam mit der Software AG und dem Stadtelternbeirat Darmstadt haben wir das Projekt zur Stärkung der digitalen Bildung in Grundschulen gestartet. Damit wollen wir erreichen, dass Kinder sich altersgerecht und spielerisch mit Technik und IT auseinandersetzen können. Und das Ziel des Projektes ist es auch, Erfahrungen von Grundschulen zu sammeln und die auf andere Schulen zu übertragen. Die Kinder sind so wissbegierig und kreativ, wenn man sie nur lässt und ihnen den nötigen Freiraum und die Werkzeuge bietet. Eine absolute Win-Win-Win-Situation für die Kinder, für die Schule und für die Software AG, die die gesellschaftliche Verantwortung für digitale Bildung durch die Unterstützung dieser Initiative unterstreicht. Daumen hoch für alle Schulen, diese Inhalte auch in ihr Schulangebot mit aufzunehmen.